Auf der Reise in den Süden Paris durchqueren, für manche Reisemobilisten ein echter Horror. Und hier geht es natürlich nicht lang. Paris ist groß und hat es durchaus in sich. Auf der Karte sieht man sehr schön die 35 Kilometer lange Pariser Ringautobahn, den sogenannten Boulevard Périphérique. In der Regel kommt man vom Norden aus auf der A1 vom Flughafen Charles de Gaulle aus an. Und da viele Autobahnen zentral über Paris führen, ist die Périphérique immer gut befahren. Der folgende Routenplaner zeigt eine typische Verkehrssituation während der morgendlichen Rush-Hour. Und bis zu 1,5 Stunden Fahrzeit werden für die Durchquerung angegeben. Um diese Zeiten zu meiden und um genau steuern zu können, wann ihr Paris durchqueren wollt, empfiehlt sich eine Übernachtung vor Paris, zum Beispiel in Ferrières. Der Campingplatz liegt ganz in der Nähe der Autobahn. Von hier aus benötigt ihr gut 1 Stunde bis an den Stadtrand und könnt über den Routenplaner oder euer Navigationsgerät eine günstige Startzeit planen. Hier nun die Verkehrslage für den Tag, an dem ich Paris durchqueren möchte, wobei die angegebene Zeit von 30 Minuten schon sehr ambitioniert klingt. Es ist Samstagvormittag und ich starte in Ferrières gegen 10 Uhr. Begleitet mich gerne. Hinter dem Flughafen Charles de Gaulle muss man aufpassen, denn hier gibt es ein paar Abbiegungen. Nach 200 Metern bleiben Sie rechts. In der Regel wird man auf der östlichen Seite um das Zentrum herumgeleitet und es geht erst einmal geradeaus. Heute stockt der Verkehr zwar ein paar Mal, aber es geht immer schnell weiter. Dann kommen mehrere Tunnelstrecken. Erstaunlich, mit 90 Kilometer pro Stunde geht's hier weiter. Bisher fließt der Verkehr sehr gut. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Heute läuft es wieder richtig gut. Ähnlich schnell bin ich auch schon in den Abendstunden durch Paris gereist. Ich bin jetzt seit dem Flughafen Charles de Gaulle ungefähr 1/4 Stunde unterwegs. Und ich habe das Gefühl, es geht hier schon langsam wieder aus Paris raus. Das Gefühl ist genau richtig. Und bald erreiche ich schon die erste Mautstelle in Richtung Süden. So, Paris habe ich jetzt hinter mir. Das ging erstaunlich gut. In 1/4 Stunde war ich durch. Nun war heute Samstag. Ich bin in der Mittagszeit gefahren. Das war offensichtlich optimal. War doch eigentlich gar nicht so schlimm. Probiert es selbst.